meine lieben Freunde, ihr seid heute in meiner Küche. Nicht umsonst, sondern es geht um ein schönes Gericht. Ja, heute wird einmal bei mir hier gekocht. Und zwar etwas Schnelles, etwas Einfaches. Also schnell kann man jetzt in verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich erkläre gleich, wie ich das meine. Aber wer kennt's nicht? Onkel Helga und Tante Roland kommen am Sonntag zum Essen vorbei. Das habt ihr total verschwitzt. Und jetzt braucht ihr irgendein Sonntagsessen, ein Gericht, das eines Sonntags, eines heiligen Sonntags würdig ist. Und ihr habt noch ein Kilo Schweinenacken im Kühlschrank rumfliegen. Heute gibt's nämlich einen Basisschweinsbraten. Und zwar ohne irgendein Huppi-Fluppi. Mein Vater hat ihn zum Beispiel immer gerne so ganz leicht mediterran angehaucht gemacht. Das machen wir heute nicht. Wir machen jetzt den 0815 Oma Sonntags schnellen Schweinebraten. Und zwar im Topf. Das ist der berühmte Forest Piper Topfbraten, den es heute hier bei mir gibt. Wirklich, ich sag's nochmal, simpler könnte es nicht sein. Das kriegt jeder von euch hin, selbst wenn ihr der letzte Bleppo seid, was die Küche betrifft. Ja, aber vorher braucht der Maestro erst einmal ein Schmiermittel. Heute haben wir ein Löwenbräu hell, Freunde, im kalten Berger Glasl. Ich hole euch jetzt ein klein bisschen näher daher und dann schauen wir uns an, was wir brauchen. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, einen Schweinenackenbraten. Ich habe hier Bio, muss natürlich nicht sein, ich bin aber Bio-Fan, was Fleisch betrifft. Und ihr seht es schon, der ist ein bisschen durchwachsen. Also ein klein bisschen flachsig und durchwachsen darf es, muss es sogar zum Teil sein. Also ein Rücken oder sowas ist jetzt da eher nicht so. Hals ist am besten. Warmal geht auch, aber dann wird es mehr Krustenbraten und darum geht es, warte mal, ein bisschen schmieren. Darum geht es heute ja nicht, das ist ja kein Krustenbraten, sondern ein 0815 Schweiners. Als nächstes ein Suppengemüse und das gibt es schon so fertig portioniert für ein paar Schäkel, das ist nicht teuer. Damit kann man auch nichts falsch machen, brauchst. Salz und Pfeffer, ganz wichtig. Als nächstes ein dunkles Bier. Ich habe jetzt hier, einfach weil ich war beim Aldi und die haben halt da das, der Winterbock, ist dafür perfekt, weil ihr könnt es sogar lesen, zufällig auf der Dose, kräftig, malzig, vollmundig. Genau das braucht man meiner Meinung nach. Der Tom von der TK Hobbytheke macht es sogar mit Weißbier, das geht auch, dunkles Weizen geht, aber wenn sie mich fragt, ein dunkler Bock oder dunkles Bier muss eigentlich da, nein. Tomatenmark ist das nächste, was wir brauchen, nicht zu viel, aber ein bisschen was und wichtig ist, Butter braucht es und ja halt. Irgendwas zum Braten halt, Schmalz, Öl, irgendwas mit dem ihr halt gerne bratet. Ihr könnt jetzt auch zum Gemüse noch dazu irgendwas reinschmeißen, was ihr sonst noch habt. Irgendwie, entweder, mein Gott, Zwiebeln, Kartoffeln, irgendwas, was noch bei euch rumfliegt. Aber das ist einmal die Basis. Fangen wir mal mit dem Startschritt an. Und das ist, dass man einfach den Braten ein bisschen trocken macht mit so einem am Küchentuch einfach ein bisschen drüber tupfen, dass der ein klein bisschen trockener wird und nah. Sonst habt ihr da ein Quatsch im Topf. Dann erst einmal kräftig salzen. Da nehme ich jetzt so ein ganz klassisches 0815 Jodsalz aus der Schachtel. Richtig kräftig salzen, hinten und vorn. Oben und unten übertreibt es nicht. Das war jetzt schon gut viel, aber jetzt brauche ich ja nichts mehr. Schöne Schweinenacken. Übrigens, wenn ihr gerade dabei seid und so ein Kilo circa habt, sowas da,
macht's ruhig nochmal so ein Bleppo, weil es ist derselbe Aufwand. Und dann ist es fast besser, wenn man zweimal so viel macht, dann hat man es nämlich, ja, dann hat man länger was davon. Als nächstes brauchen wir da jetzt einen Topf, wo das Ding gut reinpasst, mit ein bisschen Luft. Geben wir ein bisschen Stoff. Ja, genau so. Dann, wie gesagt, irgendeine Art Fett. Ich habe jetzt hier noch, und das brauchen wir fürs Kraut dann eh. Das machen wir heute zwar nicht, aber ein bisschen ein Schmalz ist da gar nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn man jetzt ein Blaukraut dazu macht, dann braucht man das dann sowieso. Das lassen wir jetzt schmelzen und dann kommt der Braten rein und wird gebraten. Also der Braten ist jetzt da drin, dreht schön an. Wie gesagt, rund um und um. In ein paar Minuten wird er gewendet und dann einfach, dass der Braten ringsum eine ganz leichte Bräune bekommt. So, während der Braten da drin ist, machen wir Folgendes. Wir schnappen uns das Suppengemüse und schneiden das klein. Nicht klein häckseln, sondern einfach nur grobe Ringe runterschneiden. Das reicht vollkommen, das zerfällt sowieso. Da schaut es euch an, das zerfällt er jetzt schon. So, zack, zack. Nein, in den Topf oder in die Schüssel. Das gleiche machen wir mit dem Sellerie. Übertreibt es nicht, aber die sind vielleicht jetzt ein bisschen arg groß. Die haut man dann noch einmal so zusammen. Ja, das langt völlig. Übertreibt es nicht. Wir halten es kurz und simpel. Das war ja der Gag von dem Ganzen. Zack, ein scharfes Messer ist da wirklich Gold wert. Übrigens, hierüber kann ich auch gerne mal ein Review machen. Das Kochmesser, dem die Männer vertrauen. So, Küchenmachete. Eines der besten Anschaffungen meines Lebens. Das machen wir jetzt mit dem Rest auch und dann geht's weiter. Schauen wir mal, wie es am Schweinsee geht. Ihr seht es schon. Habe ich schon gedreht sozusagen. Einmal noch auf der kurzen Kante. Wie gesagt, das ist einfach ringsum mal dumm. Eine ganz leichte, ja, passt schon. Eine ganz leichte Bräune entsteht. Wenn das passiert ist, kommt das Fleisch raus und das, was wir gerade geschnitten haben, rein. So, Kinder, nur fürs Protokoll, so muss das ausschauen. Und da haben wir schon einen gescheiten Sud. Der macht sich jetzt quasi so halb von selber. Schauen wir weiter. Wenn das da drin ist und vor sich hin schmurgelt im Bratensaft, wie gesagt, nur echt mit dem Bud Spencer Holzlöffel. Na schmarrn. Ein bisschen umrühren. So muss das ausschauen. Man kann noch ein klein bisschen Fett nachgeben, weil, ganz ehrlich, beim Schweinsbraten, da sage ich Hauptsache schmeckt der Durz, wie der Attenfahrer. Lassen wir das noch kurz dort zergehen und rühren noch ein bisschen um. So, jetzt geht's gleich weiter. Ordentlich pfeffern, dass er nicht zum Scheißen geht, sondern da ein bisschen reinpfeffern. Das darf ruhig richtig gescheit sein. Dann, wo habe ich ein Salz? Da ist er. Gut salzen. Gut umrühren. Deckel drauf. Schmurgeln lassen. Freunde, der nächste Schritt ist kein Muss. Ich persönlich mache es einfach, aber trotzdem gern. Ich werde den jetzt mit Knoblauchzehen spicken. 3 Zehen auf das ganze Viech. Scharfes Messer, Spitze, eintauchen. So, dass eine Tasche entsteht.
und nein damit. Das gleiche machen wir da nochmal. Einfach zack, verstehst? Step by step sozusagen. Stirnseitig einstechen. Zack. Dritte Zehe rein. So. Jetzt nach dem Anbraten. Wichtig. Ja, nach dem Anbraten. Ein bisschen pfeffern. Gut, schaut er aus, der Bub. So, jetzt schaut euch das an. So. Dann kommt er wieder retour in seine Schüssel. Und wir warten, bis das Gemüse geschmurgelt ist und dann geht's weiter. Freunde, und jetzt sind wir schon fast, ich will nicht sagen beim Finale, aber einen Großteil haben wir schon geschafft. Rohr vorheizen, 175 Grad Umluft. Und da bleibt der böse Bube dann 2 Stunden drin. Ihr habt es auch gesehen, da war jetzt nur Pfeffer und Salz drauf. Ja? Also das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das ist wie gesagt der Basisschweiners. Einmal ordentlich noch durchrühren. Und jetzt schütten wir das Bier rein. Halber Liter. Das ist eigentlich völlig wurscht. Welches Bier, wie gesagt, also wurscht ist nicht. Ich bin Dunkelbier-Fan. Dunkelbier, vielleicht geht auch ein Kellerbier. Kräftig, malzig sollte es sein, meiner Meinung nach. Nichts verschwenden. Das Nordal für den Chef. So. Und weiter. Was ich vergessen habe, ich habe vorher noch vorm Bier einen guten Spritzer Tomatenmark rein. So, jetzt kommt der Hauptakteur da rein. Ihr seht auch, die Größenverhältnisse ungefähr, der passt da gut rein. Und wichtig ist natürlich, dass der Deckel noch drauf passt. Topfbraten. So, wenn das Backrohr vorgeheizt ist, dann kommt der rein. Für den Fall, dass es ihr habt, würde ich noch 3 Lorbeerblätter versenken. Ja. 1, 2, 3. Weil es gibt einfach noch einmal einen ganz hervorragenden Geschmack. Einfach so 0815 Lorbeerblätter. Sorry, mein Herz schaut aus, als wäre es ein Fall für RTL 2. Aber ist wurscht, darum geht's halt nicht. Also, raus, Topf so wie er ist, nehmen, rein, zu und fertig. Und das war's, Leute. Jetzt heißt es nur noch abwarten. Also, ihr habt es wirklich gesehen, das ist kein Hexenwerk. Fleisch salzen, anbraten. Gemüse klein hacken, Fleisch raus, reinschmeißen, Tomatenmark, Bier rein, Fleisch rein, ins Rohr. Fertig. Ich weiß, dass vielleicht viele davor Respekt haben, wenn man überhaupt nicht kochen kann und aber gerne mal einen Braten machen würde. Das ist es, Leute. Die Grundessenz vom Schweinsee. Das ist sie. Ihr braucht es nicht einmal ein Reiner. Habt ihr gesehen? Einfach ein Topf. Da kommt das Klams rein. In der Zwischenzeit, in den 2 Stunden, die er jetzt brät, vor sich hin brät, könnte man jetzt Knödel machen, Blaukraut machen. Mache ich auch. Aber das kommt in dem Video hier jetzt nicht vor. Wenn Bedarf besteht, mache ich gerne noch einmal ein Video dazu, zum Kraut, zu den Knödel. Ja, und ich zeige euch natürlich später das Ergebnis, Leute. Und zum Teil, ist jetzt kein Scheiß, zum Teil ist es so zart, dass ich ein Problem habe, den aus dem Topf rauszuhieven, weil er mal auseinanderfällt.
2 Stunden warten wir jetzt. Das langt. Glaubt's was? So, Freunde, nach einer Stunde, also Halbzeit sozusagen, sieht man schon deutlich, dass das ganz was Gutes wird. Jetzt werde ich noch ein klein bisschen Leitungswasser hinzuschütten, so ein normal großes Trinkglas ungefähr, werde ich noch dazugeben, einfach, dass wir ein klein bisschen mehr Soße kriegen. Das reicht zwar, aber ich habe gern viel Soße, weil man kann die ja auch für viele Sachen benutzen. So, Freunde, die Zeit ist herum. Und er ist fertig. Den holen wir jetzt da raus, den Braten, aufs Brettchen. Und dann zeige ich euch noch, was ich persönlich mit der Soße mache. So, das ist jetzt die Soße. So wie es rauskommt aus dem Rohr. Also schön eine Gemüsesoße sozusagen. Gemüse-Dunkelbiersoße. Ich persönlich püriere die jetzt. Und da haben wir ihn, Freunde. Er ist so sehr auseinandergefallen, dass ich ihn kaum rausgebracht habe aus dem Topf. Eine grobe, tendenziell feine Soße. Knödel, Kraut, der Klassiker. Einfach. Schaut bitte drauf, dass wenn ihr die Soße häckseln wollt, so wie ich gerade, dass ihr die Lorbeerblätter vorher raustut, sonst schmeckt es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt es mal nachbasteln irgendwann. Bis zum nächsten Mal.